Wir sind wieder da bei der Mini-Food-Show. Diesmal habe ich wieder was von Baba Laffer. Das waren die Kollegen mit den Kichererbsen-Knabberei. Und diesmal sind das Gatya-Sticks. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ich bin kein Inder und ich versuche es auch gar nicht. Hier, Gatya-Sticks. Und das ist auch wieder Knabberkram. Aus Kichererbsen-Mehl-Nudeln. Sonnenblumenöl, Öl, Gewürze, Mittelmeersalz. Mittelmeersalz finde ich gut. Das ist nämlich besser als dieses Standard-Streusalz, das wir so uns auf die Nudeln machen. Und es ist wieder vegan und halt von Baba Laffer. Und mehr steht wieder nicht auf dem Etikett, außer dass es indisch ist. So sehen die Dinger aus. Dreieckig quasi. So einen dreieckigen Querschnitt. So. Relativ hell. Und riechen nach Gebäck. Okay. Okay. Ich hätte gedacht, also die Konsistenz überrascht mich. Die sind wie ein Keks. Ich dachte, die sind halt mehr so... Ja, entweder wie diese Kartoffelpommes, die wir so hier kennen, oder mehr wie so ein Laugengebäck. Die sind aber, haben wirklich die Konsistenz von einem Keks. Und das ist witzig, wenn man es das erste Mal im Mund hat. Schmecken auch ein bisschen nach Keks. Aber nach salzigem Keks. Schmecken nicht schlecht. Ich fand aber die Kichererbsen ehrlich gesagt besser. Nanu. Das schmeckt etwas... Ich will jetzt nicht muffig sagen, aber es ist muffig. Also ich finde, es schmeckt so ein bisschen muffig. Das liegt bestimmt an den Kichererbsennudeln. Also an den Kichererbsen an sich. Erbsen schmecken ja, wenn die jetzt nicht großartig... Wenn man jetzt... Jeder, der mal so sich eine Erbse in den Mund gesteckt hat, der wird wissen, dass Erbsen so ein bisschen erdig schmecken. So schmeckt das hier auch. Das ist nicht ganz so meins. Ich würde es aber auch essen. Im Gegensatz zu den Kichererbsen würde ich es mir aber nicht unbedingt kaufen. Aber wenn es bei einer Hausparty oder sowas auf dem Tisch steht, würde ich es sicherlich wegessen. Das ist auch verrückt, weil ich habe das Gefühl, dass die Gewürze oder so gar nicht richtig gleichmäßig verteilt sind. Weil jeder schmeckt irgendwie so ein bisschen anders. Das ist total abgefahren. Ich hatte eben... Erzähl mir, was du willst, aber ich hatte gerade Oregano in der Nase. Also jetzt ohne Scheiß. Und das hatte ich bei noch keinem von denen, die ich jetzt gegessen habe. Hier sind auch so... Ich versuche mal einen zu finden, wo man das ganz gut sieht. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. So schwarze Punkte im Teig. Und ich weiß nicht, das werden halt Gewürze sein. Ist okay. Ich würde dem Ganzen aber... Ja, ich würde dem Ganzen eher eine 6 von 10 geben, ehrlich gesagt. So ganz ist meins ist es nicht, aber ihr solltet das auf alle Fälle mal ausprobieren. Wenn ihr die Chips und die Salzstangen leid seid, die es so gibt. Und das war's von mir. Link in der Description. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.